An unseren Hunden gibt es wohl nichts Schlechtes, außer dass sie nicht ewig leben. Und für den Fall eines Falles müssen wir natürlich vorbereitet sein. Und genau darüber reden wir heute. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Massi Sami und mein Mädchen und ich, wir haben heute einen ganz besonderen Gast bei uns, Dr. Christina Bertram. Und wir werden uns heute über ein bestimmtes Thema unterhalten, was ein bisschen unter die Haut geht. Etwas, was, womit sich die meisten Hundehalter eigentlich gar nicht beschäftigen möchten, aber müssen. Und zwar das Einschläfern ihrer Tiere. Und das ist natürlich etwas, was, ja, ich sag mal, sehr, sehr schwer auf der Brust lastet. Aber wenn man sich selbst und seinem Tier gerecht werden möchte, muss man sich gut vorbereiten. Schön, dass du hier bist. Ja, hallo Massi. Hi. Hallo. Ja, ein wichtiges Thema, was ihr hier heute ansprecht. Oder wir ansprechen. Aber wie bereitet man sich denn darauf vor? Ja, in der Tat ist das wirklich ein unangenehmes Thema, weil unsere Tiere leben ja nicht ewig. Und irgendwann kommt der Tag, wo wir uns mit diesem Thema beschäftigen müssen. Ein ganz wichtiger Punkt ist tatsächlich, dass man vorher sich mit seinem Tierarzt mal über dieses Thema unterhält und den Tierarzt fragt, ist er erreichbar? Was mache ich, wenn der Tierarzt mal nicht erreichbar ist? So ein Notfallplan quasi. Richtig. Also ganz wichtiges Thema. Vor allem dann, wenn sowas plötzlich passiert. Genau. Also ein Unfall oder eine Situation, wo man dann ganz plötzlich entscheiden muss. Deshalb finde ich es wichtig, dass man vorher sich mal beschäftigt, wo in meiner Stadt kann ich mit einem Notfall hingehen? Wer, gibt es eine Notfallrufnummer? Gibt es eine Klinik, die immer besetzt ist, wo ich hingehen kann? Also einfach eine wichtige Sache, sich da im Vorhinein mal mit zu beschäftigen. Ich meine, so paradox es sich anhört, aber gibt es den richtigen Zeitpunkt? Nee, ich würde sagen, den richtigen Zeitpunkt, den kann man nicht definieren. Nee, ne? Das ist eine individuelle Geschichte. Also deshalb ist ganz wichtig, so das Gespräch zwischen Tierarzt und Tierhalter, dass man eben einfach wirklich guckt, kann ich noch was machen? Kann ich die Situation des Tieres verbessern? Oder bin ich hier an einem Punkt angelangt, wo es für das Tier einfach nur schlimmer wird und nicht mehr besser. Und dann darf das Tier auch gehen. Muss das Tier auch gehen? Genau, muss das Tier auch gehen. Definitiv. Es ist wichtig, dass du das ansprichst, weil ich glaube, ich sehe das in der Praxis, dass ganz viele Tiere einfach für ihren Besitzer durchhalten. Wahnsinn. Weil ja eine sehr enge Beziehung, das sieht man ja bei euch beiden, genau, dass da eine sehr enge Beziehung zwischen den Tieren besteht. Viele Tiere halten wirklich richtig durch für einen Besitzer. Hunde und auch Katzen und selbst Kaninchen. Wahnsinn. Dass man so das Gefühl hat, da ist so eine enge Prägung zwischen den beiden. Und dann ist es auch die Pflicht von einem Tierhalter, da auch zu sagen, okay, für dich ist es nicht mehr schön und wir können nichts mehr für dich tun. Dann kann ich für dich nur noch tun, dass ich sage, okay, jetzt lassen wir dich gehen. Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, oder wenn sie diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, wie so ein Ablauf aussieht. Also das heißt also, wenn ich jetzt mit meinem Tier, wenn ich mich entschieden habe, beispielsweise, ob mein Tier jetzt zu Hause eingeschläfert wird, im gewohnten Umfeld oder in der Klinik oder bei der Praxis beispielsweise, wo es ein bisschen separiert ist. Wie sieht so ein Ablauf aus? Es ist in der Regel so, dass man zum Tierarzt kommt oder auch der Tierarzt nach Hause kommt, je nach Situation, und man eine ruhige, entspannte Atmosphäre schafft, dann wird man tatsächlich erstmal dem Tier etwas geben, um es müde zu machen. Wenn das Tier dann eingeschlafen ist, in dem Augenblick, wo es halt schläft, bekommt es eine Vertiefung der Narkose. Und das ist eine Überdosierung von einem Betäubungsmittel. Und dann schlägt das Herz immer langsamer und dann gleitet das Tier ganz langsam hinüber. Das Herz hört auf zu schlagen und dann hat es geschafft. Oder sie. Ich finde, ein kleiner Trost ist in so einer Situation immer, du tust dem Tier in dem Augenblick auch was Gutes. Und man merkt so richtig, sie dürfen loslassen und sie dürfen gehen. Und das ist schön auch irgendwie. In diesem Ablauf, in diesem Prozess empfindet das Tier Schmerzen? Also es ist so, dass das Tier natürlich merkt, in dem Augenblick, wo ich ihn steche. Das ist ja wie bei uns, ist ein Mini-Pieks. Also das ist ja wie bei einer Impfung. Richtig. Vom Prinzip her ist dieser Pieks minimal.
ein minimaler Schmerz im Vergleich zu dem, was das Tier zu dem Zeitpunkt ja schon erleidet. Ich meine, bei so einer sehr intensiven Situation möchte ich ja natürlich meinen Hund nicht alleine lassen. Jetzt ist die Frage, ob ich mit dabei sein kann in der Praxis als Hundehalter, Tierhalter. Also auch das ist natürlich eine individuelle Frage. Das muss jeder für sich entscheiden, weil es gibt natürlich Leute, denen das unglaublich schwer fällt, eben auch in so einer Situation zu sein. Und wenn man das nicht erträgt, dann ist es schon noch in Ordnung, wenn man rausgeht. Die meisten möchten aber dabei sein und begleiten ihr Tier dann auch. Wir Menschen müssen uns verabschieden, um einen Abschluss zu haben. Genauso müssen auch die Tiere den Abschluss finden, die Möglichkeit finden, sich zu verabschieden. Jetzt ist es natürlich wichtig, wenn ich mein Tier in der Praxis beispielsweise verabschiede, darf ich dann in so einer Situation die anderen Hunde mitnehmen? Das solltet ihr auf jeden Fall vorher mit eurem Tierarzt einmal besprechen. Ich persönlich finde es auch ganz wichtig, dass Tiere die Möglichkeit haben, Abschied zu nehmen. Wann man das dann am Ende des Tages macht, ob man das in der Situation macht, wenn das Tier eingeschläfert wird oder eventuell dem Tier die Möglichkeit gibt, also dem Mitbewohner, dem Freund die Möglichkeit gibt, dann eben nochmal von dem toten Tier Abschied zu nehmen. Das besprecht am besten mit eurem Tierarzt. Aber genau wie du sehe ich das als ganz wichtigen Punkt an. Auch nicht nur bei Hunden, auch bei Katzen. Und wenn man jetzt Abschied genommen hat, was macht man dann mit dem Tier? Lässt man es in der Praxis? Nimmt man es mit nach Hause? Und wenn es zu Hause beispielsweise jetzt euthanasiert wurde, was macht man? Kann man es einfach dann im Garten beispielsweise begraben? Also wenn man die Möglichkeit hat, also ein eigenes Grundstück hat, dann kann man in der Regel das Tier auf dem eigenen Grundstück beerdigen, wenn man das möchte. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, ja, Tiere verbrennen zu lassen, dass man halt eben eine Urne dann nachher hat mit der Asche. Diese Mitarbeiter von den Unternehmen, die das machen, die kommen die Tiere dann abholen, entweder zu Hause oder auch in der Praxis. Ansonsten ist es schön, wenn ihr eine Decke dabei habt, irgendwas, wo das Tier auch Erinnerungen mit verbindet. Genau. Und dann kann man das Tier eben, wenn es euthanasiert ist, dann eben einwickeln in die Decke. Und dann könnt ihr es mit der Decke zusammen mit nach Hause nehmen. Nehmt euch direkt die Bescheinigung mit, die ihr zum Beispiel für die Versicherung braucht, damit ihr nicht im Nachhinein dann euch nochmal mit dem Thema auseinandersetzen müsst und euch das in eurer Trauerarbeit einfach auch zurückwirft. Wenn du in so einem Prozess bist natürlich, ja, so eine Trauerbewältigung, dann möchte man tatsächlich nicht noch die Bürokratie wie den Schatten hinter sich haben. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Also es ist wirklich so, dass es für die meisten Leute sehr, sehr viel einfacher ist, Erinnerung an die tollen Momente, die man mit dem Tier hat, eben wirklich zu erinnern und sich damit zu beschäftigen und nicht mit Bürokratie. Richtig. Ihr Lieben, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass ihr mit eurem Tierarzt darüber sprecht. Ja? Damit ihr gut vorbereitet seid, um euren Tieren und euch selbst gerecht zu werden. Aber jetzt wünsche ich euch natürlich wahnsinnig viel schöne Momente und viel, viel Zeit mit euren Tieren. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ciao und tschüss. Bis zum nächsten Mal.